Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, euch allen geht's richtig gut und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Freunde, Rockstar Games hat gestern bekannt gegeben, dass das große Sommer-DLC für GTA Online das lang erwartete Polizei-DLC werden wird. Außerdem haben sie bekannt gegeben, was wir so im Polizei-DLC bekommen werden, wann wir mit dem Polizei-DLC rechnen können, beziehungsweise wann in etwa das Polizei-DLC in GTA Online erscheinen wird und viele weitere Dinge über das Polizei-DLC. Und darüber werde ich euch heute hier in diesem Video informieren, damit ihr wisst, was ihr alles so mit dem Polizei-DLC in GTA Online bekommen werdet. Freunde, wenn euch das gefällt, dass ich euch heute hier in diesem Video über das Polizei-DLC informiere, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Teilt das Video mit euren Freunden, damit die auch alles über das kommende Polizei-DLC in GTA Online wissen. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, würde ich mich mega freuen, wenn du mir ein Abo da lassen würdest, denn dann verpasst du in Zukunft nichts mehr zu GTA Online, aber auch nicht mehr zu GTA 6. Aber an dieser Stelle haben wir genug Werbung gemacht. Lasst uns endlich mit dem Video beginnen. Also, let's go! Gestern Nachmittag hat Rockstar Games in ihrem Newswire und auf ihren Social Media Accounts bekannt gegeben, dass das große Sommer-DLC für GTA Online in diesem Sommer ein Polizei-DLC werden wird. Und wir gehen jetzt nun der Reihe nach mal durch, was uns in diesem Polizei-DLC alles erwarten wird. Das erste, was sie bekannt gegeben haben, ist, dass wir uns eine neue Immobilie kaufen können. Und zwar eine eigene Kaution- und Kopfgeldagentur in Grape Seed. Grape Seed befindet sich im Übrigen oberhalb des Almao-Sees, ziemlich weit im Norden auf der Map. Und hier können wir dann Missionen starten, um Verbrecher zu fangen, die sich im südlichen San Andreas herumtreiben. Aber das ist nicht das Einzige, denn in der Innenstadt können wir inoffizielle Polizeiarbeit für Vincent erledigen, den wir ja noch aus dem Clucking Bell Heist kennen. Dafür brauchen wir ein bereits getuntes Polizeifahrzeug und aus unserem eigenen bereits getunten Polizeifahrzeug können wir die Arbeit für Vincent dann starten, so wie damals in GTA San Andreas und GTA 4. Diese Polizeiarbeit sollte ursprünglicherweise Teil des Cops and Crooks DLCs sein, welches im Sommer 2020 in GTA Online erscheinen sollte. Dieses DLC wurde aber damals aufgrund der Pandemie und den Vorkommnissen in den USA gecancelt. Außerdem werden wir wohl weitere neue Polizeifahrzeuge bekommen. Hier seht ihr gerade nochmal die Liste der Fahrzeuge, die 2020 in diesem DLC erscheinen sollten. Ein Teil von diesen Fahrzeugen haben wir ja bereits in der Vergangenheit in anderen DLCs erhalten, aber eben noch nicht alle Fahrzeuge, die sich hier auf der Liste befinden. Und ich gehe mal davon aus, einige Fahrzeuge auf dieser Liste hier werden wir mit diesem DLC dann in der nächsten Zeit in GTA Online bekommen. Außerdem hat Rockstar Games dieses Werbebild für das DLC gepostet. Dieses Bild wurde im Keller der Polizeistation in Mission Row aufgenommen und hier erkennen wir, dass die beiden Charaktere neue Kleidung anhaben. Die Panzerungen sind neu, genauso wie die Polizeimarke, die die beiden Charaktere um den Hals tragen. Kleiner Fun Fact: Im Newswire auf diesem Bild befindet sich ein Text auf der Weste des Manns und auf dem gleichen Bild, welches sie auf ihren Social Media Plattformen gepostet haben, ist diese Schrift nicht enthalten. Außerdem erkennen wir hier eine neue Stun Gun, also einen neuen Elektroschocker, beziehungsweise es wird zumindest ein neues Design für die Stun Gun beziehungsweise für den Elektroschocker geben, denn dieses Design gibt es so aktuell noch nicht in GTA Online. Des Weiteren wird der Editor beziehungsweise wie es ja mittlerweile heißt Creator ein Update erhalten, durch den wir uns unsere eigenen Drift- und Dragster-Rennen erstellen können. Außerdem werden wir neue Werkzeuge und Zusatzelemente für den Editor bekommen, wie zum Beispiel springende Lowrider und neue Zuschaueranimationen. Die Tests für einen Job werden auch leichter gemacht. In einem Rennen zum Beispiel können wir mit dem neuen DLC den Test dann bei einem bestimmten Checkpoint starten, damit wir Zeit sparen. Außerdem haben sie noch dieses Bild zusätzlich zu diesem Abschnitt hier mit dem Creator veröffentlicht. Rockstar Games wird den Payout bei einigen Aktivitäten in GTA Online anpassen bzw. erhöhen, wie zum Beispiel bei der Taxiarbeit, bei den Formel 1 Rennen und in vielen Kontaktmissionen, damit wir dort mehr Geld verdienen können. Die Defensivfähigkeiten und die Panzerungen des Sparrows und der Bombushka werden genervt,
Biker- und Gunrunning-Verkäufe werden einen längeren Timer zum Verkaufen erhalten, damit wir diese auch alleine verkaufen können und nicht auf Freunde angewiesen sind. Und bei den meisten Missionen soll man sich im Jobmenü seine Snacks auffüllen können, bevor man den Job startet. Also genauso, wie wir das auch mit der Panzerung machen können. Alle GTA Plus Mitglieder auf der PlayStation 5 und der Xbox Series werden den neuesten Supersportwagen, den Overfloy Pipistrello, kostenlos erhalten. Und das direkt am Release-Tag des Polizei-DLCs. Alle anderen Spieler können den Overfloy Pipistrello nicht direkt bekommen, da dieser in der ersten Woche GTA Plus exklusiv sein wird. Der Overfloy Pipistrello wird aber Teil des Drip Feeds sein, sprich Rockstar Games wird diesen Supersportwagen eine Woche nach dem Release des Polizei-DLCs für alle anderen Spieler zum Kauf veröffentlichen. Hier können wir ja schon mal erkennen, wohin uns der Weg von GTA Plus in Zukunft führen wird. Ein neues Bild vom Overfloy Pipistrello hat Rockstar Games im Übrigen auch veröffentlicht. Dieses könnt ihr gerade hier im Hintergrund sehen. Abschließend hat Rockstar Games noch erwähnt, dass wir Anfang Juli den Independence Day mit neuem Content in GTA Online feiern werden und dass wir zusätzliche Boni aus dem Chop Shop DLC und dem Contract DLC erhalten werden. Und nun stellt sich meiner Meinung nach nur noch eine Frage, und zwar, wann erscheint das Polizei-DLC in GTA Online? Zuerst schrieb Rockstar Games in ihrem Newswire, dass das Polizei-DLC nächsten Monat, also im Juli, erscheinen wird. Einige Minuten später haben sie diese Aussage aber korrigiert und bekannt gegeben, dass das Polizei-DLC Ende diesem Monats noch erscheinen wird, also dass das Polizei-DLC noch im Juni 2024 erscheinen wird. Und wir wissen ja alle, dass neue DLCs in GTA Online immer an einem Dienstag erscheinen und damit bleibt jetzt nun nicht mehr viel Auswahl, wann das DLC erscheint. Entweder wird es am 18. Juni oder am 25. Juni erscheinen. Laut Test2, meinem Favoritenleaker, wird das Polizei-DLC aber am 25. Juni 2024 in GTA Online erscheinen. Weitere Informationen über das Polizei-DLC will Rockstar Games in den nächsten Tagen veröffentlichen und wenn sie das gemacht haben, werde ich euch dann in einem separaten Video darüber informieren. Freunde, wenn euch dieses Video hier gefallen hat und ihr es informativ fandet, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mir mal in die Kommentare, auf was ihr euch am meisten freut beim Polizei-DLC und teilt das Video unbedingt mit euren Freunden, damit die auch Bescheid wissen, dass wir noch in diesem Monat ein Polizei-DLC in GTA Online bekommen werden. So, das soll es jetzt nun aber auch schon mit diesem Video hier gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.